Im heutigen Video schauen wir uns alle Story-Infos an, die sich in Project Playtime verstecken. Wir warten ja immer noch auf Poppy Playtime Kapitel 3 und wie die Story weitergeht. Wie hat das überhaupt alles angefangen? Warum sind da riesige Monster in der Spielzeugfabrik? Und ein extrem wichtiger Hinweis darauf verbirgt sich in Project Playtime, beziehungsweise sogar mehrere Hinweise, die ich euch heute im Video zeigen werde. Und einige dieser Hinweise verstecken sich wirklich direkt vor euren Augen. Man muss nur so ein paar Punkte verbinden, damit diese Hinweise wirklich Sinn machen. Ich war nämlich selber sehr überrascht, wo ich das alles gesehen habe. Als erstes sprechen wir jetzt mal über die Survivor in Project Playtime. Also die Charaktere, die wir spielen, wenn wir überleben müssen. Die tun nämlich gar nicht so viel zur Sache. Die haben mit der Story eigentlich gar nichts zu tun. In dem Multiplayer-Spiel brauchen wir die natürlich. Also da braucht man nichts rein interpretieren, dass es mehrere Survivor gibt oder so. Weil wir haben ja in der richtigen Poppy Playtime-Story nur unseren Spielecharakter, der da als Arbeiter zurückkehrt. Wo es dann aber sehr interessant wird, Leute, ist, wenn wir uns die Texte, die die Monster beschreiben, mal genau angucken. Denn hier im Text von Boxibu steht zum Beispiel ganz unten, dass das originale Spielzeug in 1966 erstellt wurde. Boxibu ist also ein ziemlich frühes Spielzeug in der Playtime Corporation. Boxibu als Spielzeug gibt es also schon seit 1966. Und dann steht hier aber, dass er später benutzt wurde, um dieses Monster zu kreieren. Also quasi eine große, riesige, lebendige Version von Boxibu. Was das alles miteinander zu tun hat, erkläre ich euch gleich noch. Wir müssen gerade erstmal die ganzen Monstertexte analysieren. Aber die Infos in diesen Texten werden gleich noch sehr wichtig, deswegen machen wir das jetzt zuerst. Denn auch bei Huggy-Wuggy haben wir eine ähnliche Information. 1984 wurde das Spielzeug von Huggy-Wuggy kreiert. Also Huggy-Wuggy ist gar nicht das erste Spielzeug oder das letzte Spielzeug. Auch wenn Huggy-Wuggy das erste Monster ist, was wir in Kapitel 1 sehen. Er wurde nach Boxibu gebaut und vor Mummy Longlegs. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde. Also Boxibu ist eigentlich das älteste Spielzeug, aber das neueste, was wir jetzt im Spiel kennen. Aber 1984 wurde Huggy-Wuggy erstellt, auch als Spielzeug. Und in den letzten Jahren steht hier, wurde dann eine Statue aufgestellt, die aber gar nicht so leblos war, wie alle dachten. Das ist das, was wir natürlich in Kapitel 1 erlebt haben. Und dann haben wir Mummy Longlegs. Mummy Longlegs unterscheidet sich von allen anderen Monstern, über die wir bis jetzt irgendwelche Infos haben. Also nicht vergleichbar mit Huggy-Wuggy, nicht vergleichbar mit Boxibu. Denn Mummy wurde nicht als Monster, nicht als Spielzeug erstellt, sondern als Monster. Also bei allen anderen wurde zuerst die Spielzeugversion gemacht und dann so, hey, lass daraus doch auch eine lebendige Version machen. Und bei Mummy Longlegs war es genau umgekehrt. Mummy Longlegs wurde 1991 erstellt, um das neue elastische Plastik der Playtime Corporation zu benutzen. Und irgendwann ist sie ja dann zur Game Station gekommen mit den Kindern. Das ist das, was wir in Kapitel 2 erleben, wo Mummy Longlegs ja die Anweisung gibt und die Kinder bei ihren Aufgaben betreut. Und Mummy Longlegs war so beliebt bei den Kindern, dass sie irgendwann auch zu einem Spielzeug gemacht wurde, um sie auch zu vermarkten. Das heißt, bei Mummy Longlegs war alles genau andersrum. Erst das Monster, dann das Spielzeug. Und diese ganzen Infos, die wir aus den Monstertexten bekommen und was das mit der Story von Poppy Playtime zu tun hat, können wir hier im Screening Room miteinander verbinden. Denn in Project Playtime ist es ja möglich, hier so ein VHS-Tape freizuschalten. Bis jetzt gibt es nur eins, so viel ich weiß. Also ich habe noch nicht gesehen oder gehört, dass es ein zweites Tape gibt. Bis jetzt gibt es nur ein Tape in Project Playtime, was man freischalten kann. Es wird später bestimmt noch mehr geben, weil hier steht VHS Nummer 1. Also mit späteren Updates kriegen wir bestimmt noch neue Tapes dazu. Aber dieses Tape ist sehr wichtig, um einiges über die Story der Monster zu erfahren. Und das schauen wir uns jetzt an. Beziehungsweise hören es uns an. So viel zu sehen gibt es gar nicht. Also starten wir mal das Tape. My name is Harley Sawyer. I'm called the Doctor. Gibt's, warte, stopp, 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 stopp. Gibt's hier nicht Untertitel? Okay, irgendwie sind die Untertitel nicht da. My name is Harley Sawyer. I'm called the Doctor. Das ist der Doktor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments. People are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic.
Now we're understaffed. Safety protocols are being abandoned. Workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Bigger bodies. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. Put me in charge of it. Extrem wichtig, and I was er sagt. Will save this company. So wichtig für die ganze Story von Poppy und Project Playtime. Can you hear us? Moment, das habe ich noch nicht gesehen. Soweit habe ich das Tape noch nie gesehen. Kannst du uns hören? Kannst du das sehen? Gib uns ein Zeichen. Da bist du. Wir haben versucht, dich zu kontaktieren. Es ist nicht klar, ob wir dir vertrauen können. Bist du vertrauenswürdig? Ich habe immer nur den ersten Abschnitt angehört. Du musst dich selbst beweisen. Wir werden dir ein Geschenk schicken. Die Vorbereitung wird etwas Zeit brauchen. Mehr gibt es für dich jetzt nicht. The Bigger Bodies Initiative wird versagen? Halt das geheim. Sag es niemandem. Wir werden uns bei dir melden. Goodbye. What? Okay, bis dahin habe ich das Tape noch nie gesehen. Ich dachte immer, das ist zu Ende. Wir analysieren erstmal den ersten Abschnitt über das, was der Doktor uns erzählt hat. Denn das hat genau damit zu tun, was wir eben über die Monster und Spielzeuge rausgefunden haben. Denn der Doktor sagt in dem Tape, hey, ich sehe hier eine Firma, wo alles nicht so richtig funktioniert, die Zahlen sind nicht so gut, die Arbeiter haben ständig Unfälle und so weiter und so fort. Also schlägt er die Bigger Bodies Initiative vor, womit er quasi vorschlägt, riesige Spielzeuge, lebendige Spielzeuge herzustellen, die für die Firma arbeiten sollen. Das heißt, diese Spielzeuge wurden nie hergestellt als Monster oder als Experimente. Also es waren natürlich trotzdem Experimente, man muss ja erstmal experimentieren, bis sowas funktioniert. Aber das war nie als Monster oder krasser Werbetrick oder so geplant. Diese Monster wurden erstellt, um mehr Geld für die Project Playtime-Firma zu erwirtschaften, damit die keine Menschen mehr einstellen müssen, sondern damit in der Fabrik und Firma nur große Monster, große Spielzeuge, große lebendige Spielzeuge, die Arbeit erledigen. Das ist der ganze Witz dahinter. Und jetzt haben wir ja gerade noch diesen Abschnitt am Ende gehabt, wo der Text durchs Bild läuft. Ich wusste nicht, dass das auf dem Tape ist tatsächlich. Das habe ich gerade auch zum ersten Mal gesehen. Und da stand ja auch drinne, die Bigger Body Initiative wird nicht funktionieren. Und ganz offensichtlich hat es nicht funktioniert. Die Firma ist verlassen. Die Spielzeuge sind irgendwann, oder die großen Spielzeuge, die lebendigen Monster, sind irgendwann durchgedreht. Anscheinend ja aufgrund des Prototyps. Und haben dann Mitarbeiter und auch alle andere Menschen, die noch in der Fabrik waren, erledigt und dort aufgeräumt. Und jetzt herrschen dort die Monster. Wir wissen das. Wir haben Hagiwagi gesehen, wir haben Mami Longlegs gesehen und jetzt gibt's noch Boxy Boo, der hier unterwegs ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in Zukunft, vor allem in Kapitel 3, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in Kapitel 3 auch Boxy Boo treffen werden. Boxy Boo wird bestimmt auch dann in der Story von Kapitel 3 eine Rolle spielen. Aber bestimmt, und da bin ich mir ziemlich sicher, werden auch noch andere Monster dazukommen. Wir haben Hagiwagi, wir haben Mami Longlegs. Bei Hagiwagi wissen wir nicht genau, ob er noch lebt. Aber ziemlich sicher spielt ja sowieso Project Playtime vor Kapitel 1. Das haben wir schon festgestellt, dass das ziemlich sicher vor den Ereignissen von Kapitel 1 und von Kapitel 2 spielt. Denn der Zug funktioniert noch, Hagiwagi lebt noch und so weiter und so fort.
Also alles, was wir hier so rausfinden, ist vor Kapitel 1. Also alles sehr interessant. Ich bin gespannt, was noch für Tapes hier zutage kommen werden. Aber das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum es einfach noch mehr Survivor gibt in Project Playtime. Wahrscheinlich gab es einfach noch viele menschliche Mitarbeiter in der Playtime Corporation und die haben gemerkt, yo, hier stimmt was nicht. Mit den Spielzeugen stimmt was nicht. Die Bigger Body Initiative, hier geht gerade alles den Bach runter und die haben versucht, es irgendwie noch zu retten, teilweise Spielzeugteile zu retten und so weiter und so fort und noch Sachen aus der Fabrik rauszuholen, bevor die Monster komplett alles übernehmen, was ja so in Project Playtime quasi passiert, ne? Wenn wir als Monster spielen, müssen wir ja alle Survivor erledigen, um so ein bisschen aufzuräumen. Und was wir mittlerweile wissen, nach Kapitel 1, nach Kapitel 2, nach vielen Teasern, die wir schon gesehen haben, nichts ist hier zufällig. In jedem Teaser war irgendwo ein Story-Hinweis versteckt. Alles hat irgendeinen Grund hier im Universum von Poppy Playtime. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die nächsten Tapes, die wir hier in Project Playtime noch finden werden. Generell ultra gespannt darauf, was in Kapitel 3 passieren wird. Gerne eure Vorschläge dazu in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr hyped drauf seid. Lasst gerne hier unten ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht finde ich noch ein paar mehr Sachen raus. Ich habe nämlich noch eine extrem krasse Story-Theorie, die ich eigentlich mit euch teilen muss. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.